Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder zwei verschiedene Callcenter am Apparat. Beide Callcenter nehmen sich vom Prinzip nicht viel, aber auf jeden Fall könnt ihr das Wort Kakerlake gut aussprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Ja? Guten Tag, Herr Schimmeldonner. Liv Hansson ist am Apparat. Ich melde mich von FTC Markets. Sie haben gerade unsere Webseite besucht. Über Bitcoin-Handel. Webseite? Ja, da haben Sie erfolgreich angemeldet und deswegen habe ich auch angefangen. Das heißt, Sie haben Interesse an Bitcoin und Sie möchten mit dem Handel anfangen. Stimmt das? Handel? Sie möchten mit dem Online-Handel anfangen. Stimmt das? Was stinkt? Ja. Und Sie haben auch Interesse an Bitcoin. Bitcoin? Ja. Also hier wird wieder ganz deutlich klar, dass mit diesem Callcenter etwas nicht stimmen kann. Sie fragt mich eine Frage und ich antworte einfach nur, was stinkt? Und naja, sie hat das wohl als Antwort gedeutet oder wie auch immer. Aber hier ist ganz klar, das Callcenter arbeitet wieder mit Deutschkurs auf Zimmertemperatur. Denn vernünftig antworten oder verarbeiten, was man denen sagt, können die hier auf jeden Fall wieder nicht. Also eine Webseite über Bitcoin handeln haben Sie gerade besucht. Besucht? Ja, ich habe Ihre Daten als Meldung bekommen. Sie sind Hartmut Schimmeldonner, ja? Schimmeldonner, ja. 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 Und Sie haben sich erfolgreich bei uns angemeldet. Das ist eine Online-Handelsplattform. Und hier kann man mit verschiedenen Vermögenswerten handeln, wie zum Beispiel Kryptowährungen, Rohstoffe oder Aktien. Haben Sie schon Erfahrungen damit oder noch keine? Erfahrungen damit. Wie bitte? Erfahrungen damit. Haben Sie schon Erfahrungen, ja? Erfahrungen, ja. Ja, haben Sie es alleine gemacht oder mit Hilfe von Broker? Also die nette Dame merkt hier nicht mal, dass ich hier im Grunde genommen eigentlich nur nachplapper die ganze Zeit und ihr überhaupt gar keine richtigen Antworten gebe. Tja. Das kriegt sie nicht mal im geringsten mit, aber naja, sie wird sich ja sicherlich gleich wieder Unterstützung holen müssen. Alleine gemacht mit Hilfe von Broker. Okay. Was unser Plan betrifft, hier bekommen Sie Ihren persönlichen Finanzexperten, nachdem Sie das Handelskonto erfolgreich aktivieren. Und mit Experten zusammen haben Sie dann Möglichkeit, Ihre individuelle Handelsstrategie zu erarbeiten. Also alle Neuigkeiten, Informationen und Signale, was man für einen erfolgreichen Handel braucht, bekommen Sie von unserer Seite, zwar von Ihren persönlichen Finanzexperten. Okay? Persönlicher Finanzexperte. Und das Konto können Sie mit 3 verschiedenen Beträgen aktivieren. Haben Sie Informationen dazu oder noch nicht? Informationen dazu noch nicht. Okay. 250 Euro, das ist die minimale Summe, womit Sie das Konto aktivieren können. Dann kommt 500 und 1000 Euro. Mit 500 bekommen Sie 100 Euro als Willkommensbonus. Falls Sie 1000 investieren, 200 Euro bekommen Sie als Bonus. Okay? 200 Euro Bonus. Ja, 200 Euro Bonus, aber das, wenn Sie mit 1000 Euro anfangen. Mit 1000 Euro anfangen? Ja, wenn Sie mit 1000 anfangen, bekommen Sie 200 Euro als Bonus. Aber Sie haben auch andere Möglichkeiten, zwar 500 und 250 Euro. Das ist Ihre Entscheidung, mit welcher Summe Sie es machen möchten. 200 Euro Bonus. Wie bitte? Wie bitte? Mit welcher Summe möchten Sie es machen? Summe machen. Hören Sie meine Stimme, meine Fragen, oder? Frage meinen ja. Ich habe gefragt, mit welcher Summe möchten Sie bei uns das Konto aktivieren? Mit 250, 500 oder 1000? 200 Bonus.
250. Und haben Sie Kreditkarte, also das so Visa oder Mastercard? Damit können Sie bei uns einzahlen. Oder auch Banküberweisung tätigen. Das ist Ihre Entscheidung. Kreditkarte einzahlen. Okay. Haben Sie Visa oder Mastercard? Haben Sie Visa-Card. Visa-Karte. Okay, dann in diesem Fall, wenn Sie auch momentan bereit sind, ich kann Ihnen also den Link von unserer Webseite senden. Dann bekommen Sie auch Zugangsdaten und dann können Sie auch Einzahlung machen. Einzahlung machen? Ja, hartmut.schimmeldonner@gmx.de. Das ist die aktive E-Mail-Adresse von Ihnen, ja? Das ist die E-Mail-Adresse, ja. Ja, per E-Mail bekommen Sie dann den Link. Sind Sie jetzt bereit, oder? Ist es gute Zeit? Bereit und gute Zeit. Okay, dann warten Sie bitte an der Leitung. Ich mache das gleich, okay? Ich mache das gleich, okay? Ja, also gleich bekommen Sie den Link. Gleich Link? Sie bekommen den Link per E-Mail. Per E-Mail? Ja. Ja. Warten Sie bitte ganz kurz an der Leitung. Ich mache das gleich, okay? Also dem Anschein nach merkt ihr die ganze Zeit gar nicht, dass ich ihr eigentlich nur nachplapper und das ganze Gespräch überhaupt null Sinn bis jetzt ergeben hat. Denn eigentlich habe ich wirklich immer nur versucht, wortwörtlich das wiederzugeben, was sie sagt, in Form von irgendwelcher Wortkeuze. Mehr ist es ja nicht. Aber tja, wenn die so ihre Gespräche führen wollen, ich vermute mal, die wird das schon gemerkt haben, denkt sich hier aber einfach nur, ja, wenn er so blöd ist, dann wird das Abzocken richtig einfach. Einen anderen Grund kann es hier, glaube ich, gar nicht haben, warum die nette Dame hier noch am Telefon ist. Also Sie können bei uns mit Ihrer E-Mail-Adresse einloggen, ja? Einloggen, ja. Ja, warten Sie bitte kurz. Warten kurz. Gleich bekommen Sie auch den Link. Gleich bekommen Link. Ja. Ja. Von meiner Seite ist es schon gesendet. Gehen Sie bitte einfach in Ihrem E-Mail und aktualisieren Sie bitte die Webseite. Aktualisiert die Webseite. Also, hier steht, dass diese E-Mail-Adresse nicht korrekt ist. Nicht korrekt? Konnten Sie es also einfach buchstabieren, Ihre E-Mail-Adresse. Also hartmut.schimmeldonner, das nicht mit Umlaut, ja? Nicht mit Umlaut, ja. Also Schimmel mit 2 M. Schimmel mit 2 M. Ja. Ja. Also, statt Umlaut, O wie Otto, dann Emil, ja? Emil? @gmx.de. Stimmt das? Stimmt das. Ich habe versucht, aber E-Mail-Adresse ist nicht korrekt. Nicht korrekt? WhatsApp haben Sie nicht, ja, unter dieser Nummer. WhatsApp nicht unter diese Nummer. Unter anderen? Haben Sie kein WhatsApp? Kein WhatsApp. Konnten Sie E-Mail-Adresse buchstabieren? Nochmal? Buchstabieren? Ja? Ja? Buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse buchstabieren? Ja, damit ich Ihnen den Link senden kann.
Link senden kann? Ja. Ja? Also dieses Gespräch entbehrt tatsächlich absolut jeder Logik und das auch in jeder Hinsichtsweise. Also ich frage mich wirklich, warum die Tante noch am Telefon ist. Tja, der einzige Grund kann hier tatsächlich nur sein, dass sie so geldgeil ist, dass sie einfach auch auf Menschen losgeht, die gar nicht verstehen, was überhaupt am Telefon da passiert. Und genau das ist das Schlimme hier an der ganzen Geschichte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der netten Betrügerin hier haltet. Oh Mann, machen wir mal weiter. Hallo? Hallo. Haben Sie alternative E-Mail-Adresse vielleicht, wo ich den Link senden kann? Herr Schimmeldonner? Link senden? Haben Sie alternative E-Mail-Adresse vielleicht? Alternative E-Mail-Adresse? Sie bitte? Alternative E-Mail-Adresse? Ja, haben Sie oder nicht? Oder nicht. Buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie den Link bekommen können. Link bekommen können? Warten Sie bitte kurz an der Leitung. Kurz an der Leitung. Also meiner Meinung nach hat man hier das ein oder andere Mal tatsächlich die nette Dame schon lachen hören am Telefon. Tja, das deutet eindeutig darauf hin, dass die merkt, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin hier in dem Gespräch und viel zu blöd eigentlich bin, um am Handelsmarkt überhaupt handeln zu sollen und da Geld einzuzahlen. Und höchstwahrscheinlich, so deutet ja das Gespräch hier darauf hin, dass ich eigentlich gar nicht in der Lage bin, überhaupt irgendwas alleine zu machen, weil letztendlich plapper ich da ja jedes Wort nach und alles, was ich da überhaupt sage, macht ja gar keinen Sinn, weil es einfach nur nachgesprochen ist, ohne Sinn und Verstand. Und, naja, nun ist sie dem Anschein nach wohl völlig überfordert und weiß einfach gar nicht mehr weiter, was sie noch machen soll. Und dementsprechend kommt jetzt der Kollege oder wahrscheinlich der Vorgesetzte oder der, der da in der Reihe ist und den ganzen Leuten da immer vorsagt, was er sagen sollen. Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hier spricht Ivan Markovic. Markovic? Ja, ich bin Ihr Ansprechpartner. Ich habe mit meinen Kollegen jetzt gesprochen, ja? Also hier muss man ja mal wirklich sagen, das ist also das erste Callcenter, wo es mir wirklich auffällt, der nennt sich Ivan Markovic, also ein russischer Name. Okay, mal einer, der sich keinen deutschen Namen verpasst hat. Gesprochen, ja. Okay, und Sie möchten also Handelskonto aktivieren, oder? Handelskonto aktivieren. Also hier ist ganz klar zu hören, meiner Meinung nach, dass die nette Dame im Hintergrund sich gerade köstlich darüber amüsiert. Okay. Hallo? Hallo? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ja, 99? 99? Oder 199? 199? Tja, und dann war das Gespräch auch endlich vorbei. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die vollends begriffen haben, was sie da für jemanden am Telefon haben, dass derjenige auf der anderen Seite wohl scheinbar nicht auf der geistigen Höhe ist. Was hier auch wieder sehr, sehr aufgefallen ist, das Callcenter hat mal nicht beleidigt. Das wird in letzter Zeit immer öfters. Ich glaube, die machen sich oder nehmen sich da mittlerweile ein Beispiel an unseren Videos. Ich weiß es nicht, wäre, eigentlich auch fatal, wenn die Callcenter so anfangen,
ja, etwas seriöser zu arbeiten, auch wenn das Gesamtbild von den Callcentern immer noch katastrophal ist. Hier war die Musik nicht so extrem zu hören, auch wenn sie im Hintergrund war. Das ist auch schon wieder ein Punkt, wo viele gar nicht mitbekommen hätten, dass da Musik läuft. Und naja, bis auf das Gelache da im Hintergrund und dass die sich eigentlich nur darüber lustig gemacht haben, was sie da für jemanden am Telefon haben, das ist ja offensichtlich nicht seriös, dass man dann noch schnell alle Kollegen ranholt, damit sie den Kunden da am Telefon auslachen können. Naja, aber ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Einen schönen guten Tag. Am Apparat ist wieder Wissen. Spreche ich mit Bastian Voldemort, ja? Ja, Voldemort ist hier am Telefon. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Dankeschön, genau. Also Sie haben bei uns registriert und für Onlinehandel Interesse gezeigt. Ich bin Ihre Kontoberaterin vom Finanzmarkt. Wie geht es Ihnen? Mir geht es immer gut. Das freut mich. Also Sie haben bei uns Interesse an Onlinehandeln gezeigt und ich werde Ihnen weiterhelfen, Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder machen Sie es erste Mal? Erste Mal. Aha. Und haben Sie Interesse an Kryptowährungen, ja, wie Sie? Ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag möchten Sie Ihr Handeln aktivieren? Ja. Was ist Ja? Ich habe schon entschieden. Okay, und mit wie viel Betrag? Mit 50. Ha, also sehen Sie, Minimalbetrag beginnt mit 240 Euro. Und ich bitte ein bisschen seriös sein. Nein. Die Dame hat gesagt, ich kann auch 50 nehmen. Die Dame war dumm, einfach. Aha. Mit 50 Euro, Sie können nichts verdienen. Und nun? Sie werden mit null Scheiß erhalten. Aber ich habe doch jetzt extra die 50 Euro gespart. Ah. Sind Sie armselig? Was? Was ist 50? Ja, und hier mal wieder ein Callcenter der ekelhaften Art am Telefon. Erstmal beleidigt sie irgendeine Kollegin oder einen anderen Mitarbeiter oder wie auch immer. Dann die Falschaussage, dass man mit 50 Euro nicht handeln könnte und dass das zum Einzahlen nicht ausreichen würde. Also bei seriösen Plattformen ist das vollkommen Schnuppe. Und dann fragt sie mich, ob ich armselig bin. Nur weil ich eben nur 50 Euro zur Verfügung habe. Ich glaube, es geht los. Also da wird man von den Leuten beleidigt, wenn man nicht so viel Geld hat. Also geht's noch? Tja, ich glaube, hier sind wir wieder an der richtigen Stelle angekommen. Bei einem absolut unseriösen Betrüger-Callcenter. In der 50. Sogar Menschen in der Straße, die wohnen in der Straße, haben mehr Geld. Was ist 50? Mit 50, was sie machen können? Ich brauche nicht so viel Geld. Ja, das ich kann verstehen von Ihrer Stimme. Sie brauchen nicht so viel Geld. Ja. Aber auf jeden Fall wäre besser nicht armselig sein, sondern reicher Mann. Aha. Aha. Und wie mache ich das? Ja, hören Sie, Voldemort? Ja. Womit beschäftigen Sie sich eigentlich, Herr Voldemort? Was meinen Also in welchem Sie? Bereich sind Sie beschäftigt? Wie meinen Sie das? Ich meine, was sind Sie vom Beruf? Von Beruf? Ja. Zauberkünstler. Künstler? Ja. Ach so. Also im Literaturbereich oder in Malerei, was für eine Kunst ist es? Hexerei und Magie. Nochmal bitte? Hexerei und Magie. Magie? Ja. Ach so. Und wie können Sie es beschreiben? Was machen Sie in der Magie? Lingardium Leviosa.
Im Wingardium Leviosa, ja. Harry Potter habe ich auch gesehen. Ja. Im Wingardium Leviosa. Und was für eine Wörter? Was heißt denn das? Was bedeutet im Wingardium Leviosa? Ja, dann fliegt alles. Was? Dann fliegt alles. Dann fliegt alles? Ja. Und welche andere Magiewörter kennen Sie von Harry Potter? Von Harry Potter, den mag ich nicht. Nur im Wingardium Leviosa? Nein. Mhm. Und hilft es Ihnen zum Beispiel im Leben etwas zu schaffen? Also wenn Sie zum Beispiel in einer schlechten Situation sind, wenn Sie zum Beispiel in einer finanziellen schwierigen Situation sind, wenn Sie sagen im Wingardium Leviosa, dann kriegen Sie zu viel Geld? Nein. Nein. Ja, von Ihrem Namen können wir also diese Vermutungen machen, ne, dass Sie in der Magie also beschäftigt sind. Was ja. bringt denn Ihnen, Herr Voldemort? Und Sie haben auch also Namen von dieser Helden gewählt, Voldemort. Warum denn nicht Harry Potter, sondern Voldemort? Ich mag Harry Potter nicht. Ach so, Sie... Aha... Sie lieben nicht Harry Potter, Sie lieben Voldemort? Nein, ich bin doch Voldemort. Ach so, ich spreche mit Voldemort. Ja. Hm. Herr Voldemort, wenn Sie in der Magie beschäftigt sind, ne, also Interesse steht an Magie, was hat Finanzmarkt damit zu tun? Ich kann heiße Luft zum Stinken bringen. Nochmal? Ich kann heiße Luft zum Stinken bringen. Also Sie können zum Beispiel mit Magiewörtern für Bitcoin kaufen und mit Bitcoin handeln? Nee. Nee. Eigentlich sprechen Sie so oder sprechen Sie so nur mit mir? Was denn? Wie bitte? Ja. Was ja? Genau. Sind Sie unter Drogen? Nee. Nee, scheint von Ihrer Stimme so. Entweder benutzen Sie Drogen, entweder benutzen Sie Alkohol, weil Sie nicht ganz normal sprechen, Herr Voldemort. Ja. Oder halten Sie uns als unseriös? Nee. Nee, Sie sprechen nicht normal. Was mit Ihnen? Sie sprechen selber nicht normal. Wieso denn? Wie können Sie es erklären? Was klingt in meiner Sprache nicht normal? Ihr Kakerlakendeutsch. Ja, bin ich nicht Deutschin. Und was? Haben Sie sowas dagegen? Kann ich auch sehr hoch Deutsch sprechen? Dann bitte. Aber Sie brauchen das nicht, weil Sie sowieso nicht verstehen können. Ja, also mein Hochdeutsch. Hochdeutsch könnte ich ja verstehen. Und sagen. Wie ich bitte? Ich kann nur das Kakerlakendeutsch nicht so gut verstehen. Hochdeutsch mag ich sehr. Ja, weil Sie sind, weil Sie selbst eine Kakerlaken sind, ja? Also die einfache etwas im Leben nicht erreichen kann. Da, also von Ihrer Stimme ist es zu kennen, dass Sie nur eine Kakerlaken sind. Ja. Ja, Sie sind gar unseriös. Was können Sie denn im Leben erreichen? Bist du gerade nackig? Bist du selbst nackig, Arschloch. Tja, da fragt man sich mal wieder. Was bleibt dir eigentlich so lange am Telefon? Hier gab es nun wirklich nicht viel zu sagen. Die hat das ganze Spielchen einfach mitgespielt und, ich meine, sie wusste doch nun hier klipp und klar, dass das ganze Gespräch überhaupt nichts mehr bringt, aber, sie hat da noch weitergemacht, weil man ja vielleicht dann doch irgendwie das Ganze noch umreißen kann. Einen anderen Grund kann ich mir gar nicht vorstellen, warum die überhaupt so lange versuchen, am Telefon zu bleiben. Aber was will man da machen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist zu vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.